Ich habe es wieder getan, ich habe mir wieder Gedanken gemacht und zwar angenommen, es würde Sinnoh-Formen geben und an der Stelle möchte ich einmal ganz klar sagen, es gibt keine Hints oder so, gar nichts, absolut nichts. Ihr müsst nicht hoffen, dass es im Endeffekt wirklich Sinnoh-Formen gibt, es ist lediglich was, was ich sehr cool finden würde. Und ich habe zu dem ganzen Thema auch schon mal ein Video gemacht mit Sinnoh-Formen, das ist hoffentlich, wenn ich dran denke, irgendwo da, ich glaube da oben im i verlinkt. Wenn nicht, und in der Videobeschreibung ist es hoffentlich auch, falls ich es vergessen habe, sagt mir bitte. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach mal dann, nachdem das Video natürlich vorbei ist, vorbeischauen würdet. Ich würde mich auch wieder sehr, sehr um eine Bewertung freuen. Wenn wir wieder 250 Likes schaffen würden, würde mich das super freuen. Es supportet das Video und dementsprechend auch den Kanal und es läuft momentan einfach wunderbar. Ich kann mich halt einfach nicht beschweren, dementsprechend vielen lieben Dank schon mal. Lasst auch gerne ein Abo da, denn immer noch 50-60% der Leute, die Videos gucken, sind nicht Abonnent. Deswegen sei du einer von den coolen Kids und abonniere einfach den Kanal. Falls ihr, by the way, die neuen Pokémon-Spiele vorbestellen wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich da euch Amazon-Links reingepackt. Ihr supportet mich damit kostenlos und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es euch über Amazon vorbestellen wollt, das gerne über den Link in der Videobeschreibung macht. Das war es jetzt aber mit der Werbung. Was genau meine ich eigentlich mit Sinnoh-Formen? Wir haben mit Alola und Galar zwei Regionen bekommen, in der alte Pokémon eine neue Form bekommen haben. Und ich fände es ganz cool, wenn wir in Sinnoh neue Formen von neueren Pokémon haben. Und zwar Pokémon aus Generation 5, 6, 7 und 8. Es würde halt nicht so viel Sinn ergeben, alte Pokémon jetzt auf einmal eine Sinnoh-Form zu geben, denn die gab es damals halt schon, so don't know. Und es wäre auch komplett hirnrissig, Gen 4 Pokémon jetzt eine Sinnoh-Form zu geben, weil das ist die Sinnoh-Form ja eigentlich. Also habe ich mich wieder rangemacht und 5 Pokémon rausgesucht, die meiner Meinung nach eine coole Sinnoh-Form verdient hätten. Und ich werde euch auch so ein bisschen die Lore dazu erzählen. Meine Freundin hat sich auch die Mühe gemacht, meine Ideen zu zeichnen. Von dem her lasst ihr auch gerne mal einen netten Kommentar da, dass sie das sehr cool gemacht hat. Es ist natürlich jetzt kein Kunstwerk und kein perfekt designtes Sugimori-Artwork, aber soll einfach nur so einen kleinen Hint geben, wie es eventuell aussehen könnte. Genug gelabert, Pokémon 1. Ich bin ein großer Fan von Castellite. Castellite ist ganz cool, so mit einem Hausbruch, ist der immer ganz nett. Und meine Lieblingstypenkombination ist Käfer-Eis. Und was wäre, wenn es jetzt Castellite auf der Eisroute geben würde von Sinnoh, das heißt die Routen vor Blitzach, und eben diese Castellite dann anstatt einem Stein auf dem Rücken aus der Wüste ein Iglu hätten. So, ich meine, komm, es gibt lustige Pokémon-Designs, deswegen, ja, die leben dann quasi in ihrem eigenen Iglu, was ich ganz cool finden würde. Und ich finde es vom Namen her auch ganz passend, weil Castellite, Inuit, so klingt wenigstens ein bisschen cool. Und das wäre dann einfach ein Eiskäfer-Castellite. Und das wäre cool, weil dann kann der immer noch mit dem Hausbruch agieren. Der hat dann einen Eiszapfhagel eben statt seinen Gesteinsattacken. Und so ein Hausbruch, Eiszapfhagel, wäre ganz cool. Und ich weiß, ich finde die Vorstellung einfach lustig, dass sich diese Krabbe in einem Iglu einnistet. Man kann natürlich auch einfach sagen, ja, es ist halt ein Eisstück oder so. Fände aber mit einem Iglu wäre das definitiv ein bisschen lustiger und auch cooler. Kommen wir zum nächsten Pokémon und das ist Thanatora. Und bei Thanatora hatte ich mir überlegt, es wäre ganz cool, wenn es quasi in die Region gebracht wurde, um bei der Wiederbelebung der Forio-Hütte zu helfen. Die ist ja eigentlich stillgelegt und ich fände es cool, wenn die eventuell in den Remakes halt wieder aufgenommen wird. Und Thanatora ist halt so ein stronges Mon, so Wassergestein, so der kann da eben helfen. Und durch die Hitze ist es eben jetzt kein Wassergesteins-Pokémon mehr, sondern ein Feuergesteins-Pokémon. Das haben wir natürlich schon mit Makago, allerdings ist Makago halt echt wack. Ich mag den. Versteht mich nicht falsch, der ist an sich ganz nett, aber der ist halt wack, so competitive gesehen, so Kampf halt. Und wenn auf einmal dann Thanatora eben mit Feuergestein herkommt und dann eben auch, was weiß ich, einen Feuerschlag bekommt oder eine Feuerkralle als neue Signature-Attacke eben, aber ich meine, das hat ja schon Krallenwucht, von dem her kann auch ein Feuerschlag ganz stark sein und halt auch mit dem Hausbruch kommt, das Video ist sehr hausbruchlastig, aber das ist okay. Und der Körper ist dann halt so, don't know, das Gestein wurde eben durch die Hitze so von Lava durchzogen und ja, ich finde es einfach cool, so Thanatora dann so. Erst habe ich mir überlegt, Wasserfeuer wäre ganz cool, aber dann wurde ich von meiner Freundin ein bisschen belehrt, dass das keinen Sinn ergibt. Deswegen ist es jetzt Feuergestein, das heißt, das Wasser ist verdampft und wurde so heiß, dass sich Flammen gebildet haben. Denkt euch was aus. Aber ich fände Thanatora als Feuergestein-Pokémon gar nicht bad. Kommen wir als nächstes zu einem dicken Pokémon. Ich rede nicht von mir, ich rede von Schlaraffel. Schlaraffel kam ja in Gen 8 jetzt erst dazu. Und das ist ja das Pokémon, das Beeren frisst. Das hat Beeren ganz gerne. Snackt ein bisschen, merkt man eventuell an den paar Kilos, die das Ding wahrscheinlich ein bisschen zu viel hat. Und ich habe mir überlegt, was ergibt Sinn, um das Ding nach Sinnoh zu holen? Was wäre, wenn diese Schlaraffel einfach aus Galar nach Sinnoh gewandert sind
und sich den Honig der Wadribi gesnackt haben. Denn Honig ist ja generell in der Sinnoh-Region ein ganz großes Ding. Und man kann es ja auch an die Bäume schmieren, damit Pokémon kommen. Wie wäre es, wenn da jetzt eben auch Schlaraffel kommen können? Und diese Schlaraffel haben halt dadurch, dass sie den Honig gesnackt haben und der Honig sehr süß ist, wie wäre es, wenn die dann einfach durch dieses Sweetness quasi zu einem normalen Fee-Pokémon wurden? Denn Fee-Pokémon sollen ja auch ein bisschen süß sein. Es gibt sehr viele Feen-Pokémon, die auf Essen basieren. Und jetzt hat dieses Ding einfach so viel Honig gesnackt, dass die Süße des Honigs in seinen eigenen Körper überwandert ist und das Ding einfach so ein bisschen zu einem, ja, zu einem Feen-Pokémon wurde. Normalfee, ich meine, normal soll ja mit allem gepaart werden. Und es gibt das bisher auch nur als Azurill, aber Azurill verliert das, weil es halt... Warum ist Azurill überhaupt normal? Warum ist das nicht Wasser? Danke fürs Kaputtmachen von der Typen-Kombi, du bist kacke Azurill. Jedenfalls wäre es eigentlich ganz cool, wenn Schlaraffel dann eben mit, ja, dem Honig zu einem normalen Fee-Pokémon wird, weil es den Honig einfach snackt. Es wird so ein kleiner Winnie-Pooh der Pokémon-Region. Kommen wir als nächstes zu Chevrum. Und es gibt die Eiseninsel. Und es gibt ja diese Bergziegen. Wie cool wäre das, wenn Chevrum, jetzt einfach, weil das Ding ist ja eigentlich eine Ziege, wenn man es genau nimmt, und dass das einfach jetzt zur Eiseninsel kam, auf diesem Berg halt eben lebt und dann jetzt so eine Bergziege wird und durch das Eisen etc. den Stahltyp angenommen hat. Dann fände ich es auch ganz cool, wenn diese Blätter, dieser Busch um den Hals rum eben zu Eisenspänen wird oder halt so zu Eisenpuder oder wie man das auch immer nennt. Und ja, es dann einfach ein Stahl-Pflanzen-Pokémon wird. Ist besser als einfach nur Pflanze. Na klar, Pflanze-Stahl gibt es natürlich auch unter anderem schon mit Tentantel oder so. Allerdings fände ich es eigentlich ganz nett. Und so ein Stahl-Pflanzen-Pokémon, was dann eventuell auch noch das Milchgetränk hat, womit es sich heilen kann, ist halt nett. Ich meine, stell dir mal Tentantel vor, wenn es Synthese könnte. Das wäre halt noch ein Stück krasser. Und ich fände das bei Chevrum eigentlich ganz cool. Ich würde Chevrum gönnen, weil Chevrum ist auch so ein Pokémon so... Ja, es ist halt nicht so strong. Es ist, hat ein cooles Gimmick, weil man halt in Gen 6 ein bisschen auf dem reiten kann. Allerdings ist es halt echt nicht so krass strong. Es ist super nischig. Und ich fände es ganz cool, wenn es dann eben den Stahltypen dazu bekommt. Dann natürlich noch ein paar Resistenzen mehr. Kriegt natürlich auch eine vierfache Feuerschwäche oder eine Kampfschwäche zum Beispiel. Trotzdem fände ich es eigentlich ganz cool. Kommen wir als nächstes zu Koalelu. Ich sag immer Koalelu, aber es heißt Koalelu. Jedenfalls, ja, das Ding frisst ja gerne Bambus und hat seinen Lieblingsbaum. Und ich habe mir überlegt, es wäre ganz nett, wenn das eventuell ins Überlebensareal kommt, so in die Nähe des Vulkans, der da oben ja auch quasi ist, in dem ja Heatran schlummert. Und es wäre ganz cool, wenn sich das einfach jetzt einen anderen Baum sucht und die Blätter eben irgendwie scharf sind oder so. Oder halt so ein bisschen, vielleicht frisst das Ding auch Chilischoten, ich weiß es nicht. So, es sucht sich jedenfalls was anderes. Und das Koalelu dann eben zu einem Pflanzen-Feuer-Pokémon wird. Ich hatte schon in meinem Mega-Entwicklungsvideo ein Pokémon, das am Ende Pflanze-Feuer werden könnte. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es nach, war das letzte Video. Und wir haben halt noch kein Pflanzen-Feuer-Pokémon. Und ja, das Ding ist ja eigentlich normal. Aber komm, das frisst halt so viele Pflanzen potenziell. Da kann man den Pflanzentypen rechtfertigen. Ich meine, seine Shiny-Farbe ist einfach nur, dass er sich einen andersfarbenen Holzstumpf sucht. So, das heißt, der mag diesen Holzstumpf. Warum kann er dann nicht einfach ein Pflanzen-Pokémon werden? Und ja, wenn es dann halt, was weiß ich, Chili-Schoten oder Blätter von Chili-Bäumen oder sowas frisst, fände ich es ganz lustig, wenn er dann zu Feuer Pflanze wird, weil das hatten wir halt noch nicht und ich will einfach Feuerpflanze. Das ist wahrscheinlich das Pokémon, wo viele widersprechen und sagen, das ist voll aus dem Zusammenhang gerissen, du hast keine Ahnung. Ich fand es trotzdem cool, so einen Feuerkoala zu haben. So, come on, der wäre cool. Damit sind wir auch wieder am Ende von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von meinen Ideen haltet. Und falls ihr selber Ideen hättet für potenzielle Sinnoh-Formen, die ihr gerne haben würdet, schreibt das auch mal in die Kommentare. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über eine Bewertung und über ein Abo freuen. Schaut euch jetzt auch gerne nochmal das Video an, was ich da schon mal zugemacht habe. Wie gesagt, ist hoffentlich oben auf dem i da und in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich am wahrscheinlich Samstag zum nächsten Video. Bis dann.